Zuerst kommen die 4 Eier von meiner blauen Henne. Ja, ich sehe darin immer eine Spinne, dann weiß ich Bescheid, dass das richtig ist. Da ist ja immer ein Knotenpunkt und dann so die Äderchen, die weggehen, sehen immer aus wie Spinnenbeine. Das hier ist schon schön gefüllt, insgesamt gesehen. Das hier auch. Nicht wundern, ich habe hier ein bisschen schneller vorgespult, weil das dauert sonst ja ewig, 20 Eier zu schälen. Jetzt kommt ein total leeres Ei, das kann man hier wunderbar sehen, das hat auch eine helle Eischale. Das Ei scheint hier auch leer zu sein. Geht auch noch die Lampe aus. Jetzt kommen die 6 Supermarkteier. Ja, das erste ist leer. Das zweite Ei ist auch leer, so wie das aussieht. Das dritte Ei. Ich denke, es ist auch leer. Das vierte Ei. Denke ich mal nicht. Das fünfte Ei, da würde ich wirklich mal ein Fragezeichen setzen, ist nicht ganz klar. Und das sechste Ei, das sieht leer aus. Also ein von 6 Eiern. Könnte eventuell was sein. Das aussieht so, das meine gebuchteten Eier. Das sind 13 Stück. Und diese hier sind nicht gebuchtet. Also ich denke, ein Ei aus dem Supermarkt könnte befruchtet sein. Das wäre dieses. Sieht auch ein bisschen dreckiger aus. Gut.